Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen mit dem Zoo Assassin weiter. Es sind nur noch wenige Matches, bis wir Rang 8 erreicht haben. Okay, kommen wir gleich mal zur ersten Choice. Okay, Prophezeiung natürlich direkt weg. Die sollen aufploppen. Dünenpirscher lassen wir erstmal. Wilder Bestienrufer ist später erst nützlich. Okay, das sieht schon mal viel, viel besser aus. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, der tapfere Beutelschneider, der wird für gewöhnlich immer vernichtet. Der überlebt nur sehr, sehr selten. Kann leider nichts machen. Zum Gruße, Bürger. Wap. Möge dir stets auf warmen Sand laufen. Die Nord müssen sich ins Rand zurückholen. Sturmangriff und letzter Atemzug, nimm eine 5-5 Sturmmantelbataillon auf deine Hand. Das ist gut, richtig gut. Okay. Letzter Atemzug, also soll er sterben, dann töten wir ihn einfach nicht. Ziehen wir einfach unser eigenes Ding durch. So, nochmal so. Okay, alle Aktionen kosten 2 mehr. Ist für uns ziemlich egal, weil wir wenig Aktionen haben. Wir greifen hier erstmal an. Obwohl. Ich könnte das auch so machen, dass ich den Dünenpirscher benutze. Ja, ich könnte auf jeden Fall den Dünenpirscher benutzen, ihn rüber switchen, dann hat er 3-3. Dann greifen wir an, dann hat er schon 4-4. Natürlich, ja, dann stirbt der Tippi halt, ist dann halt so. Aber dann können wir schon mal aggro gehen. Die andere Möglichkeit wäre, Kriegergilden-Rekruten da auszuspielen und dann muss er da reingehen. Ist halt nicht so clever jetzt von der Mana-Kurve her. Von der Mana-Kurve. Ja, wir machen das so. Dadurch ist er natürlich dann noch im Schatten. Machen wir Bam. Scheiß drauf, dann hat er halt einen 5-5er Sturmmantel, Bataillon, Typen, dann ist es halt so. Ein finsteres Omen für euch. Naja, mach Schaden, komm. Mach. Ja, mach doch nicht. Okay, den fesseln wir. Obwohl, den müssen wir gar nicht fesseln. Wir machen das. Passt auf, das machen wir. Wir greifen natürlich erst an. Das ist wichtig, bevor wir ihn rüber switchen. Wir greifen auch mit ihm hier an. Dann switchen wir rüber. Dann kriegt er Schatten. Wenn wir jetzt nämlich angegriffen hätten, dann hätte er seinen Schatten verloren, leider. Und der ist wichtig. So, da kann er da reingehen, wenn er möchte. Und wir werden mit der kreischenden Harpie, ja, werden wir den hier einfach mal fesseln. Ich meine, mit dem hier tut er sich eigentlich, ja, eigentlich selbst ein Bein stellen, aber der würde den eigentlich nicht spielen, wenn er selbst viele Zauberkarten oder Aktionskarten hätte. Okay. Machen wir so. Ihr habt eine Chance. Füge einen Schaden zu, das ist natürlich jetzt bitter, weil dann kann er die hier vernichten. Und er geht weiter ins Gesicht, also der ist mutig. Der ist richtig mutig. Mutig oder dumm? Wer weiß, wer weiß. Okay. Er nimmt mich, glaube ich, nicht ganz ernst. Mach mal so. Mach mal so. Wir könnten jetzt uns hier erstmal verteidigen. Was ich auch lieber täte.
Und dann spielen wir einfach nochmal. Ja, den Hausgenossen. Und dann können wir da noch so ein bisschen Bam machen. So, er hat nur 5 Mana, natürlich sehr viele Karten. Kann aber jetzt mit 5 Mana jetzt nicht unendlich viel anfangen. Deswegen ist es mir eigentlich recht egal, wie viele Karten er hat. So, da kommt er nicht so leicht vorbei. Zwei Schaden kann er machen, ja. Da kommt er durch und kann die aber trotzdem nicht vernichten, außer er pumpt den noch irgendwie auf. So, er hat nicht genug, um mir so viel Schaden zu machen, wie er sich bestimmt gewünscht hat. So, und damit ist es eigentlich vorbei. Okay, lass mich überlegen, ob ich... Ja. Tada, tada. Da hat er aufgegeben. Okay, Leute, das war ein interessantes Match. Wir switchen direkt ins nächste. So, die Zoo-Bedrohung geht weiter. Okay, Seelenruhmmarschall, darf ruhig ja später dazu stoßen. Jawoll, Grabenfester Verräter, endlich, den habe ich schon lange nicht mehr auf der Hand gehabt. Hola! Ich war letztens in Spanien. Und da heißt natürlich Hola, für alle, die hinter Mond leben, heißt Hallo. Und da bin ich die ganze Zeit durch die Gegend gerannt und habe bei jedem gegrüßt, weil es eines der wenigen Worte war, das ich halt eben kenne auf Spanisch, ne? Auf Spanisch. España. Español. Ja, also Chica und Bonita weiß man natürlich, ne? Ist ja klar. Ansonsten kann man sich ja gar nicht da drüben zurechtfinden, vor allem im Nachtleben nicht. Hier ein kleiner Shoutout auf meine Instagram-Seite. Da poste ich immer so ein bisschen privates Zeug von mir. Die habe ich erst vor kurzem eröffnet und werde dann ganz viel Content bringen für die, die sich mal dafür interessieren, hey, was macht der Olle Lionsjupe denn so privat? Da heiße ich zufällig Balian Breit. Und da könnt ihr einfach mal gucken, wenn es euch interessiert. So. Mit Kramfeste Verräter können wir natürlich direkt mal Sachen machen. Der ist am Anfang sehr schwer aufzuhalten. Er macht sich dann Leben, ganz klar. Was soll er mal machen? Wir können ihn ja dann, bevor wir angreifen, können wir ja rüber switchen und dann können wir da auch Schaden machen. Solange wir ihm permanent mehr Schaden machen, dass er sich Leben zurückholen kann, finde ich das eigentlich in Ordnung. Komm. Scheiß auf den. Gehen wir lieber aggro. Dadurch kommen wir natürlich jetzt nicht so schnell voran. Aber ich werde ja genügend Kreaturen noch nach links switchen. Und daher werde ich ihn dann auch bei Gelegenheit einfach mal so auslöschen. Die ist böse, die ist sehr, sehr böse. Deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt auch mal switchen. Ich wünschte, ich hätte den anderen Tibi. Aber gut. Switchen wir ihn erstmal darüber und löschen die hier aus, sonst hört er ja gar nicht mehr auf mit Leben generieren. Dann machen wir das mal so und rufen einen weiteren Beutelschneider auf. So, jetzt wird er eine Kreatur beschwören und wird dann meinen Beutelschneider töten
Und die Kreatur, die er beschwört, bekommt dann plus 3, plus 3. Wird dann natürlich sehr gefährlich. Wenn du einen Drachen beschwörst, erhältst du plus 4 Gesundheit. Ui, dann hoffen wir mal, dass er keinen Drachen hat, wa? Das spielt gut. Das spielt richtig gut. Okay. Ich gehe natürlich weiter rein. Okay. So, der Hausgenosse, den nochmal rechts. Er wird den hier natürlich erstmal töten, bekommt dann die Gramfester Wache zu sich aufs Feld. Wir können dann in der nächsten Runde den Seelenruhmmarschall spielen und dann eventuell einen Blitz auf die feuern. Obwohl ich erstmal abwarten möchte, weil ich möchte, dass er mir ein bisschen Schaden macht. Okay, Dünenschmuggler. Ist jetzt noch nicht so der Hammer. Mist. Mist, Mist, Mist. Gehen wir erstmal rein. Zack. Gehen wir hier auch nochmal rein. Ich hoffe mal, dass er mir jetzt ins Gesicht geht. Was er, glaube ich, nicht macht, weil sonst wäre er dämlich. Nächste Runde können wir immer noch den Seelenruhmmarschall spielen. Wenn eine von meinen Kreaturen übrig bleibt, dann könnten wir die auch switchen. Oder den Seelenruhmmarschall selber switchen. Das geht natürlich auch. Wir spielen einfach links. Rufen dann nochmal den Dünenschmuggler auf und switchen den Seelenruhmmarschall nach rechts. Ist jetzt nicht der hammermäßigste Zug, aber ist halt dann ganz okay. So, er hat den ersten umgebracht. Dadurch hat er 3 Schaden gefressen. Wir haben 3 Leben dazu bekommen. So, jetzt hat er dann eine Wache in der nächsten Runde. Kann er sich dann schützen? Wie gesagt, ich möchte, dass er Schaden macht. Komm, geh rein, geh rein, geh rein. Sonst wird das nichts. Jawohl. Gut. So. Jetzt können wir hammermäßige Sachen machen. Wir gehen hier erstmal rein. Dann. Bam. Hat er schon mal 5-5. So, jetzt können wir den Seelenruhmmarschall spielen und dann noch die wilde Bestie oder den Klippenläufer. Wir können einfach noch mehr Schaden machen, dass wir ziemlich fett. So, wir können hier nämlich dann 4 Schaden machen. Und damit bräuchten wir eigentlich nur noch einen Blitz auf ihn zu schleudern. Wenn er sich jetzt nicht unbedingt Leben macht, wäre es natürlich perfekt. Dann hätten wir den an den Eiern. Okay. Er kann jetzt natürlich selber sehr, sehr viel Schaden machen. Aber ich habe immer noch Prophezeiungen und das Risiko für ihn wäre sehr hoch. Ich bin gespannt, was er macht. Ich bin sehr gespannt. Ich halte wenigstens eine Kreatur von ihm auf. Mit der kann er dann wenigstens keinen Schaden mehr machen. Also rein psychologisch gesehen werden die meisten. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Lieber auf Nummer sicher gehen. Die meisten gehen da immer auf Nummer sicher.
Bin ich gespannt. Ich meine, viel mehr muss er auch nicht mehr machen. Er hat viel Leben bekommen. Ah! Das gibt's doch nicht. Es hätte so einfach sein können. Shit. Also das mit dem Leben ist jetzt echt bescheuert gewesen, aber richtig bescheuert. Das ist richtig scheiße. Der hat mich wahrlich an den Eiern, ne? Ich glaub's nicht. Der hat den Spieß krass umgedreht, aber hey, Respekt. Ja, super. Ja, kann eigentlich nichts mehr machen. Nichts würde mir so viel... Ich zeig ihm einfach, dass er verloren hätte. Falls er es nicht gemacht hätte. So. Hä? Ja. Gutes Spiel. Shidei. So kann's halt auch laufen, Leute. Ne? So kann's halt auch laufen. Aber... Es war wenigstens unterhaltend. So. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Leute, auf Wiedersehen.